Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Hier haben wir, liebe Freunde, das Norddorf. Skull Village. Hm? Wer? Hat jemand auf meinen Hintern geschaut? Hm, kann ich verstehen. So, wenn ihr mal die anspricht, hier die Eisenmähne. Ihr seid kein Skull, sprecht mit Thorsten Herzfang in der großen Halle. Er ist unser Anführer und wird sich mit euch befassen. Wird sich mit uns befassen? Hoffentlich nicht wie. Hoffentlich ist hier keine Gleichberechtigung. Der wird uns genauso behandelt wie die Frauen hier. Befassen. Alles klar. Kleiner Herzensfänger. Dann wollen wir mal. Was wollt ihr? Die Skull wünschen euch kein Leid, aber ihr müsst gute Manieren zeigen, während ihr bei uns weilt. Wir machen keine Ausnahmen, also... Oh, verdammt. Also, was habe ich da über einen Angriff auf die Festung gehört? Die Soldaten... Die fällen Bäume und graben Löcher und können nach den Mühen des Tages nur wenig vorweisen. Sie haben keinen Respekt vor diesem Land und wenig vor... wenig vorweisen, klar. Und wenig... vorweisen. Sie haben keinen Respekt vor diesem Land und seinen Kreaturen und deshalb sind sie mir widerwärtig. Aber obwohl ich keine Sympathien für sie empfinde, würden die Skull niemals etwas derartiges tun. Wir ziehen es vor, das Kaiservolk sich langsam selbst töten zu lassen, aber diese angreifenden Kreaturen, das waren keine Wölfe von dieser Insel. Nun, habt ihr eure Absichten damit erreicht? Jetzt übergeben wir den Schädel, genau. Ihr habt die Knochen einer unserer Ahnen gebracht. Dummes Kaiservolk. Sie müssen lernen, die Dinge von auf sich beruhen zu lassen. Dennoch ist es gut, dass ihr es den Skull berichtet habt. Vielleicht gibt es Hoffnung für euch und euer Volk. Im Moment seid ihr hier willkommen, aber es ist einiges wieder gut zu machen. Ja, das wird so nervig. Oh. Die Kaiserlichen in ihrer Festung haben diesem Land nichts als Schaden zugefügt. Sie fällen die Bäume und wühlen die Erde um. STRGC, STRGV. Sie sind verschwenderisch, faul und liederlich. Liederlich? What the fuck? Sie haben kein Verständnis für die Harmonie des Landes und gerade diese Harmonie ist es, aus der wir Skull unsere Stärke schöpfen und die Kaiserlichen haben dieses Land besudelt. Das ist es, was den Skull ihre Macht verleiht. Es ist das Gleichgewicht unseres Landes. Die Bäume und die Gewässer, die Wölfe und die Bären. Die Angehörigen des Kaiservolks haben keinen Respekt vor diesem Gleichgewicht und wir müssen den Preis dafür bezahlen. Durch ihre Achtlosigkeit haben die Angehörigen des Kaiservolks die natürliche Ordnung, die Harmonie dieses Landes in Schwanken gebracht. Das liegt in ihrer Natur. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt und die Größe, der große Schöpfer muss besänftigt werden. Ich wünsche, dass ihr diese Dinge wieder ins Lot bringt. I love all Asian Ladies. Du auch? Welch mehr als du? Ihr sollt derjenige sein, der die Macht der Skull wiederherstellt. Es ist gerecht, dass ihr das macht. Denn es sind eure Leute, die den Schaden verursacht haben. Sprecht mit Kost Windauge, in der Hütte des Schamanen. Er wird euch weitere Anweisungen geben. Naja, Schaman, okay. Oh, der gerade läuft übrigens der beste Song im ganzen Game, wie ich finde. Erna die Ruhige, die hat auch übrigens einen Sidequest. Deswegen ja auch vorhin die Behausung, auf die ich da aufmerksam gemacht wurde. Schamanenhütte. Die Schamanenhütte. Irgendwo, nee, der war es noch nicht, aber irgendeiner hat hier übrigens noch Menschenfleisch rumliegen. Echt ekelhaft. Fast. Seid gegrüßt, Wanderer, was bringt euch in unser Dorf? Macht das geil. Herzfang will, dass ihr das macht, ja? Dann werde ich euch helfen. Es gibt da ein Ritual, das durchgeführt werden muss. Auf Solzheim findet ihr 6 Menhire, die jeder eines der 6 Geschenke des großen Schöpfers darstellen. Bei jedem dieser Steine muss ein Ritual abgehalten werden. Nach dem Ritual der Geschenke sollte die Harmonie wiederhergestellt sein. Ach. Einer, der nicht zu den Skull gehört, könnte sich das alles gar nicht merken. Hier nehmt dies. Es wird die Rituale erklären und euch auf eurem Weg leiten. Dieses Buch nützt euch vielleicht ebenfalls, wenn ihr bei den Skull bleiben wollt, solltet ihr unseren Glauben verstehen. Ich glaube, wir können durch. Los. Genau, können wir auch. So, jetzt kommt eine Quest. Ich glaube, 6 Rituale sind es insgesamt. Ich guck mal kurz. Position der Steine.
Genau, einmal der Windstein, der Tierstein, der Wasserstein, der Baumstein, der Baumstein, Baumstein, der Erdstein und der Sonnenstein. Genau. Und wir beginnen heute mit dem Wasserstein. Alle Pokémon-Fans können aufatmen. Und los geht's. Ja, insgesamt sind das Ganze hier 6 Quests. Wenn wir die geschafft haben, haben wir uns bei den Skral eingeschleimt und wir dürfen dann, letzten Endes wird dann eben Tacheles gesprochen. Und hier ist übrigens auch noch eine geile Sache. Auch noch ein Sidequest hier in diesem Brunnen, Rimhul. Ist so ein bisschen, ja, lasst euch überraschen. Ich verspoilere euch ja heute gar nichts. Ich spanne euch schön auf die Folter. Das wird alles, wie gesagt, stattfinden, sobald wir hier das Mainquest abgeschlossen haben. Ich hasse euch. Scheiß Bürstenrücken. Lass mich deinen Rücken bürsten. Ah! War doch nicht ernst gemeint, verdammt. Ah ja, keine Ausdauer. Jetzt aber wieder. Jetzt müssen wir nicht mehr ausgenockt werden. Richtig. Richtig, richtig. Was? Noch jemand? Nee. Gut, ich dachte gerade schon. Der klang ja schon fast so. So, das war's für dich. Ich nehme mal wieder mein Langschwert, damit wir das auch ein bisschen... Langschwert. Gut. Damit wir das auch wieder ein bisschen leveln können. Ich gehe ins Wasser. So, Moment, nochmal kurz nachschauen. Wasserstein, nochmal genau... Na, nicht das Lied. Hier. Verdammt. Da. Position der Steine. Hier ist ein Fluss. Denn hier... Der Fluss... Der hier. Okay. Underwater Rhymes. Underwater Rhymes. Underwater Rhymes. Underwater Rhymes. Okay, wenn wir den Fluss folgen, dann kommen wir natürlich nicht zu dem richtigen... Sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Ist aber kein Problem. Ich kann damit umgehen. Indem ich dann einfach mal den Weg ein wenig anders gehe. Hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Momentchen, gehen wir mal hier lang. Ah, oh, das ist ja... Könnt ihr bei Olympia mitmachen irgendwie, finde ich, oder? Total gechillt, ey. Guckt euch das an. Schwimm, 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 schwimm. Oh, es schneit. Ich meine, ich will meine Zunge rausstrecken und ein paar Schneeflocken fangen. Ah, geht nicht, ich habe eine Maske auf. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Ist er das? Nee, das ist er nicht, oder? Bist du es? Wind. Nee, ich habe den Wasserstein hier neben mir. Den Windstein machen wir jetzt nicht. Nee, ich glaube, das ist sogar das, nee, das war der Erdstein, glaube ich. Das ist hier ziemlich, zwiespältig ist, sage ich mal. Also, es gibt ein Rätsel, sage ich mal, oder ein, Ritual, das war's. Das wirklich extrem, ist. Und ich glaube, das war das Ritual des Erdsteins, wenn ich mich richtig entsinne. Also das ist wirklich extrem, widerlichnis. Aber gut, wir schaffen das natürlich. Safe am besten mal. Hier. Und ich will bei Nacht weiterlaufen. Nacht gefällt mir dann doch besser. Nacht. Nein, nein, nein. Wunderbar. Was ist das da eigentlich? Ah, hier haben wir noch unseren Sidequest. Guckt euch das mal an. Und da ist übrigens ein Schneewolf. Sind auch sehr selten auf dieser Insel natürlich. Und ich glaube, da könnt ihr euch sogar ein paar Rüstungen machen lassen von dem Starrim-Machern. Guckt euch das an. Meine Fresse. Wenn das mal nicht kurios ist. Ich tease heute so viel, ey. Das ist ja krass. Wollen wir uns das Tagebuch anschauen? Nee. Machen wir alles, wie gesagt, dann, wenn wir uns um die Sidequests kümmern. Merkt euch das auf jeden Fall. Moment. Ultra-Teaser. Momentchen. Ich gehe jetzt hier hin. Ach, bin ich gemein, ey. Oh. Sekunde. Ich wollte zwar meinen Langschwert ein bisschen skillen, aber die hauen gut rein. Und ich hau zurück rein.
get that. Stupid bitch. Zwei Schneewolf-Pären, Bären, Wölfe, Schneewölfe, Bären, ja. Schneewolf-Pelze, Wolfspelze. Hier, Captain Roberto Judoin. Und hier haben wir das Journal des Windschiffkapitäns. Wir haben Kisten. Und hier. Einen Dolch. What the fuck? Und hier Manolus Virif. Und eben das Schiff. Was hat es damit auf sich? Hier haben wir noch einen. Manabi Virif. Ja. Wie kann ein Schiff mitten im Land stranden? Oder mitten auf dem Land stranden? Ich sag schon mal so viel, dass wir da auf jeden Fall nochmal zurück nach Wadenfell müssen. Was heißt zurück? Wir müssen nach Wadenfell, um das Quest zu lösen. Bitch, komm her. Na, Moment, nicht alles so wörtlich nehmen. So, jetzt. Nee. Nein. Never. Ever. Genau, die schläft, die schlafen. Richtig so. Ich hab doch TGM, Mann, oder? Kann doch nicht sein, dass ich nicht getroffen werde von dem. Aber ich widerstehe einfach mal. Ich kann das. Ich hab ihn off. Krass, ey. So, hier. Oh Gott! Aber ja, Rieklinge und Bürstenrücken einzeln sind zumindest besser als ein Riekling auf einem Bürstenrücken. Denn der Bürstenrücken ist dann logischerweise schon beglückt, weil sein Rücken eben gebürstet wird von dem Riekling. Und das sind deswegen natürlich noch ein bisschen gayer. Alter! Das ist nicht Mike Tysons K.O., verdammt. So. Das Game ist auch Imba, habe ich gehört. Also der Bossfight gegen Mike Tyson. Sekunde. Mal kurz.